Hallihallo Leute, hier ist wieder Gutko und willkommen zurück bei Oddworld Apes Exodus 100%. Wir waren hier stehen geblieben auf dem Weg zum Bohnenwerks und hatten 156 Mudarkins gerettet. Und hier machen wir auch sogleich weiter. Springen erstmal rüber und lesen, was hier steht. Das kennen wir schon vom letzten Part, okay. Nun habe ich Knochen bei mir, mit diesen lenke ich uns die Hunde ab, damit ich am Hebel ziehen kann und dann wieder fliehen kann. Durch diese Mülltonne springe ich nicht, denn die befördert mich nur wieder hier nach oben. Deshalb gehen wir gleich weiter. Okay. Nun gehen wir hoch und müssen diesen Hund dazu bringen, auf die Bodenplatte zu laufen. Genauso wollte ich das haben. Wir können durch die Türe, Ausgang und Rückkehr. Sehr gut. Hier erwarten uns zwei Slicks. Wenn ich stehe, könnten sie mich treffen. Gut. Nun muss ich mich beeilen. Oh. Ja, von wegen beeilen. Ich muss springen, rennen und rollen. Okay, nochmal. Und, das war knapp. Und hier sind natürlich Flaschen. Hier gibt es einen Geheimgang, weil das so schon nicht zu schwer ist. Schnell. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geheimgang. Oh Gott, wie komme ich jetzt überhaupt zu dem Geheimgang hin? Schnell, schnell, schnell. Das war aber einfach. Einfacher, als ich es erwartet hatte. Na, ich hätte warten sollen. Nochmal. Okay, lauf nach rechts, lauf wieder nach links und geschafft. Yahoo. Reimen wir und Geheimgang. Was gibt es hier? Hier gibt es einen blinden Mudarken. Ein Hund, ein Slick und ein Laserauge. Heißt, ich kann mich nicht verwandeln. Verdammt. Was macht dieser Hebel hier? Ah, okay. Die Hebel schließen und öffnen die Schranken. Dann folge mir erstmal, Hund. Ich möchte dich nicht mit dem Mudarken alleine lassen. Schnell, schnell. Wow! Der hat mich mitten in der Luft abgeschossen. Mitten in der Luft. Verdammt. Dieser Slick ist unglaublich. Dann lasse ich ihn erstmal nach rechts laufen und probiere es jetzt. Gut. Hier gibt es noch einen Slick und kein Laserauge. Das heißt, diesen Slick entledigen wir uns erst einmal. Sehr gut. Auf die Bodenplatten muss man auch achten, denn sie können die Schranken auch öffnen. Zwar nicht schließen, aber öffnen. Und hinten ist die für die blaue. Blau war hier. Dann klappt er auf den roten und öffnet hier. Wo ist der für den gelben? Ach, der ist gleich. Okay, dann muss ich Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Erstmal den Hund hier bringen und einsperren. Dann hier und hier schließen. Okay, dann darf er nicht über dem roten laufen. Sehr gut. Ah, Moment, aber er ist eingesperrt. Okay, erstmal hier. Gut. Nun wieder auf den Slick achten. Schnell. Ui, war das knapp. Und hier öffnen. Und wieder. Gut, 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 gut. Nun kommst du mit. Und bleibst hier stehen, aber. Denn sonst würde man ihn befreien und er würde auf den Mudarken losgehen. Deshalb lenken wir ihn nochmal hierher. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, nun ist die grüne wieder zu und die öffnen wir. Nun kannst du uns wieder... Moment. Okay. Jetzt kannst du uns wieder ein bisschen folgen. Und... Okay. An die Arbeit. Puh, jetzt muss ich hoffen, dass der Hund den in Ruhe lässt. Den Mudarken. Dass er nur auf mich fixiert ist. Sehr gut, er lässt den Mudarken in Ruhe. Sehr gut. Denn wenn sich der Mudarken bewegen würde, also immer noch laufen würde, würde der Hund auf ihn losgehen. Okay, nun muss ich... Kann ich den Hund da hinten einsperren? Und ich weiß auch schon wie. Gut, wir warten, bis das Slick sich wieder umdreht. Rennen rüber. Okay. Warten einen Moment. Sperren den Hund einmal hier ein. Dann warten wir wieder. Schnell, schnell, schnell. Okay. Und er
jetzt schließen hier die Schranke aber auch. Dort öffnet sich die grüne und da... Okay, das müsste geradezu hinhauen. Komm schon, komm schon. Beeile dich. Unser Hund ist wieder frei. Ha, doch das hatte ich mir schon gedacht. Deshalb sperren wir ihn hier ein. Komm. Blöder Hund. Haha. Wir müssen nur noch wieder nach... Moment. Was macht die Mülltonne da unten? Was macht die Mülltonne da unten? Ach, die bringt uns schon raus. Sehr gut. Ah, natürlich. Jetzt müssen wir es nur noch wieder nach da hinten schaffen. Und das wird natürlich schwerer, als man denkt. Natürlich. Kann ich das abkürzen, so wie vorhin? Wow! Also natürlich, man kann es übertreiben. Was ist mit dem Slick los? Dann warten wir, bis beide sich ungefähr nach links bewegen. Ja, das sieht gut aus. Na, 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 ich muss warten. Nein, sag bloß nicht, die bewegen sich jetzt so im Takt. Natürlich. Ah nein, er wird schneller, der obere. Ja, tut mir leid, dass man wegen der... Hier müsst ihr kurz geduldig sein. Und jetzt! Jawohl! Muss ich noch nach da oben? Nein, 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 nein. Oh, puh. Ich dachte schon, ich würde es trotzdem noch irgendwie schaffen. Doch, das war nicht so. Okay, aber jetzt! Nein! So knapp. Und doch nicht geschafft. Ja, na! Darf das denn wahr sein? Der Geheimgang ist geschafft, doch nun schaffe ich es hier nicht mehr raus. Ah. Ja, ja. Endlich. Und noch hier hoch. Natürlich. Die gibt es ja auch noch. Nein. Nein. Ich weiß, wie ich das mache. Und zwar hier hoch. Nein. Hier hoch. Nein, schnell. Oh, und so wäre der Geheimgang nicht geschafft. Jetzt wird es noch blöder. Natürlich. Nun muss ich noch es über die Minen... Und dann... Oh, das war geschafft. Hier sind noch zwei Slicks. Und Kisten, aber Kisten. Und schnell runter. Oh, oh, dann wäre die Stelle endlich geschafft. Nun hier rüber. Wie viele Knochen habe ich? Ups, noch... Zwei, weg mit dir und weg mit dir. Und wir holen uns neue Knochen. Denn wir wollen mehr. Mehr. Hallo? Hallo? Warum? Jetzt. Neun Knochen. Die brauchen wir. Denn im Bohnenwerk gibt es viel zu viele Hunde. Hier ist der Bahnübergang. Doch sehen wir erstmal nach, was der Stein uns sagt. Mr. Stein. Onkel Estix, Touristentyp Nummer 7. Freunde dich mit Slogs an und nicht rennen, wenn sie fressen. Ja, sicher. Estix, das machen wir. Hier ist ein Slog. Doch, wir haben Knochen und deshalb lasst uns in Ruhe. Wir sind noch mehr. Noch mehr. Ja, na, 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 na. Und jetzt muss ich rennen. Nein, nein, nein. Schnell. Gut, kann man hier überhaupt... Ja, hier geht es tatsächlich weiter, doch hier ist man dann eingesperrt. Hebel, Schranke. Normales Vogelportal? Ich dachte schon, ich müsste mich beamen zuerst. Dann lenken wir euch ab. Natürlich, du bist schlauer als deine Freunde, deshalb kriegst du einen extra Knochen. Okay, und schnell hier hoch. Sehr gut. Und wir geben wir uns hier nach oben und wie viele Knochen habe ich noch? 5. Wow, schon 4 Stück verbraucht. Gut, da sind Mutakens, die arbeiten. Hier gibt es 4 Stück zu retten. Sehr gut. Hier ist einer. Okay, du da? Jo, willkommen. Okay. Warte. Okay, an die Arbeit. So, dann der nächste. Erstmal die Hebel ziehen, dann komm. Jo, willkommen. Okay. Und warte. Okay, an die Arbeit. Gut, nun die anderen zwei und die... Da ist mir die Schranke noch im Weg. Moment. Etwas ausprobieren. An die Arbeit.
Ah, ich habe schon verstanden. Ich setze hier einen Quicksave und muss wieder runter. Natürlich. Weil es bei den Slogs so schön war. Denn nun kann ich diesen Hebel hier ziehen. Deshalb hier und hier und hier. Müsstet ihr genügend haben. Zieh doch an den verfluchten Hebel. Das war knapp. Gut. Wie viele habe ich noch? Ach, die zwei könnt ihr auch noch haben. So. Nun holen wir uns nämlich neue Knochen. Komm. Ja, gib mir Knochen. Dankeschön. Wie viele sind es? 8. Ja, okay. 8 sind auch in Ordnung. Gut, nun. Naja, wie mache ich das? Erstmal kommt ihr hier rüber. Gut, und jetzt ihr. Kommt rüber. Das müsste... Ah, Moment, ich müsste runtergelangen. Genau. Und das müsste noch 4 Darkens sein. In die Freiheit. Und das waren alle 4 Stück. Wir hätten 161 Entflohene. Und hier ist der Zug. Wir fahren auf zum Bohnenwerks. Naja, im Hintergrund sah es ja gerade schön radioaktiv aus. Egal. Wir wagen uns herein. Und wir sind im Bohnenwerks. Sehr gut. Dort fliegen Kisten runter. Doch die stören uns nicht weiter. Sie sind viel zu langsam. Dann gehen wir hinunter. Direktor Fleck. Und müssen... Habe ich noch Knochen? Natürlich nicht. Okay, dann müssen wir erstmal nach links und in schnellen Takt. Moment. Wenn ich mich hier hinhänge. Okay. Und genau so wollte ich es haben. Nun, natürlich muss hier ein Slick schlagen. Wird das knapp. Dann habe ich jetzt nur noch eine Wahl. Oder keine andere Wahl. Ich muss warten, springen und schnell runter. Sehr gut. Und nun kommen wir zu Nachrichten. Viel Spaß. Die McGorks auf dem Vormarsch. Nachrichten und Unterhaltung. Direktor Fleck meldet schwere Produktionsrückgänge. Es ist nicht mein Verschulden, da steckt dieser Ape dahinter. Zuerst Rapture Farms, jetzt auch Necromines. Das heißt totaler Bau aller Vorräte. Es gibt keine Knochen, also keine Brühe. Es tut mir leid, ich kann nicht das Geringste dafür. Meine ganze Karriere ist gefährdet. Und daran ist nur dieser blau-graue Maulheld in Schnürsenkel schuld. Diese Sendung sponserte Scrapcakes. Cracker, lecker wie vom Bäcker.